Hüpft noch so behindert davon. Wenn mich jemand sieht, bin ich in einer Millisekunde... Hey Kinders, was geht bei euch ab? Schon wieder auf Inferno. Spiele ich irgendwie ständig Inferno? Kann das sein? Oh, come on. Von Blad heißt er. Oh nein. Hopp, bitte nicht schon wieder ein Botspiel auf Inferno. Nein. Okay, gut, keine Ansage. Und die Kollegen laufen jetzt erst los. Da hinten, Bombe ist immer noch am Spawn. Super geil. Let's play slow, guys. Bombe ist am Spawn. Alles klar. Kollege ist schon tot. Sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt bewegst du dich, du Stück... Mann. Insta-lose jetzt, das gesamte Spiel. Komm, komm, geht schon auf den Plant, geht auf den Plant, Jungs. Go, 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 go. Sehr gut, sehr gut. Na, oh, gelb, Plant, Plant. Ich wollte schon sagen, sehr gut. Der. Na, die Bombe wäre schon gelegen, mein Freund, ne? Jetzt hat er deine Waffe nicht weggeworfen, wie bescheuert. Warum hilft denn der Kollege nicht, verdammte Scheiße? Immerhin sind jetzt alle direkt losgelaufen. Mal gucken, ob wir jetzt ein A-Go hinbekommen. Und das Upper Mid, Left Side, Long. Ist low HP. Ich treffe ihn zweimal mit der Deagle, der verreckt nicht, oh mein Gott! Los, nicht die Bombe! He dropped the bomb. Nein, 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 nein! Ich hab Behinderte im Team. Das ist doch nicht, ist echt nicht wahr, oder? Pass auf, jetzt legt er für Short und wird gleich von Short gepimmelt, weil grün so deckt. Wisst ihr was? Das ist das letzte Spiel hier im Matchmaking. Ich werde ab jetzt nur noch Faceit spielen, also für die Videos. Da sind die Leute zwar auch oftmals zurückgeblieben, aber nicht so hart wie hier. Und vor allem nicht so oft. Manchmal hat man da auch richtige Fickfrösche. Gar keine, ja, gar keine Frage. Aber was hier so rumdümpelt, ist doch nicht normal. Sehr, sehr gut. Nice, nice, nice. Jetzt schön durch, Jungs. Okay. Oh, es ist doch ein Scherz. Jetzt ziehe ich die Kugeln an, oder was? Naja. Das ist nicht wahr. Er steht da oben, die AWP trifft ihn nicht und hüpft noch so behindert davon. Wenn mich jemand sieht, bin ich in einer Millisekunde... Wie kann man nur so dreckige Lackschweine sein? Irgendwas stimmt einfach nicht. Irgendwas stimmt einfach nicht. Ich ziehe einfach dieses Pech. AWP, ey. Jawohl, es... Wow! Es geht doch von hinten... Hä? Hä? Wo kam der jetzt hergerannt? What the fuck? Komm, geht schön auf den Plant, Jungs. Bitte beeilt euch, bevor die AWP kommt. Los, los, los! Auf! Das ist der Low-HP-Kerl. Jetzt hockt er sich hier hin. Der Epps kommt raus und killt ihn. Wie behindert ist der eigentlich? What the fuck? Er weiß doch, dass er Epps ist. Er hätte einfach da in die Ecke weiterplanten können. Das ist doch krass. Ah, komm schon, Mate. Wo schießt du denn hin? Das ist gerade wirklich das schlimmste Time-Luck-Game der Welt. Haben sie es hier die Bombe ganz hinten liegen lassen, die Jungs? Das ist eine extrem fesche Idee und ich komme da nicht hoch. Wahnsinn, der wäre so geliefert gewesen. Aber nein! Als wenn er einfach wüsste, dass der Sprung misslingt. Ich meine, er hat mich ja sicherlich gehört auf diesem Rail laufen. Aber er hat einfach diese Einsicht. Nee, 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 nee. Das wird nicht klappen, der Sprung. Er kann mich auch umdrehen. So, Jungs, was habt ihr jetzt wieder an Glück zu bieten? Ich erwarte euch. Soll ich einfach am Spawn stehen bleiben und vielleicht gucken, ob sie mich da irgendwie mit einer Lucky Nate weghauen oder so? Ich glaube, ich habe ja ausschließlich Lottogewinner gegen mich. So, so. Hallöchen, Hallöchen. So, hoffen wir mal, dass jetzt hier keiner mehr ist. Geh direkt auf den Pflanzerich. Hier einer ist Mitte. Also. So, ab jetzt bitte immer. Dankeschön. Zeit. Wow. Wer macht denn sowas? Und steht auf dem scheiß Ding da oben. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er so eine abgedrehte Scheiße macht. Er steht auf der Kiste. Hat er unseren Mate schon von der Kiste aus gekillt, oder wie? Ist das Reinhold Messner oder was? Klettert da rum wie so ein Sportsfreund behind. Es ist echt krass, wie ruhig dieses Spiel vonstatten geht. Es sagt niemand irgendwas, also nur mittendrin. Aber am Anfang gibt es keine Ansagen oder jegliches, ne? Es geht einfach, es wird einfach gedödelt. Jeder rennt einfach in irgendeine Richtung und wir hoffen aufs Beste. Wow! So, B angesagt und ich hoffe, ich darf auch auf B. Jungs, Dobis geht mit. What the fuck? Wo ist meine Pistole? Ah, oh, dieser scheiß Bug, ich krieg den manchmal nicht angezeigt. Ich kotze im Dreieck. Bist du halt eigentlich für den Nate gekommen? Hätte wahrscheinlich alle erwischt, die kommen wollten. Aber nein, ich muss meine verkackte Waffe suchen. E-Sports 3D, lass ich ihn! Warum sind wir jetzt hier zu dritt, bitte? Komm, dann geh auch hin, Boy. Jetzt waren wir schon zu dritt, jetzt lässt uns als Bait vor und holt sich dann die Free Kills, also wirklich. Naja, zumindest sollten wir jetzt einen Deckel drauf machen. Ich glaube, so viel Glück können die Gegner nicht haben, dass das jetzt, dass sie jetzt irgendwie gewinnen oder so. Ich meine, das Spiel hat immerhin auch noch so ein bisschen was mit Skill zu tun, zumindest minimal. Und ich glaube, der liegt schon eher auf unserer Seite. Die kleinen Kackboys. Drückt er mir jetzt einen Headshot? Ja, warum auch nicht? Das kann nicht wahr sein! 1 HP left on B, he's coming. Slow HP. Oh mein Gott, und er kriegt ihn nicht, Dobris kriegt ihn nicht.
Komm schon, das Glück darf nicht siegen. Das kann nicht sein. Das Spiel kann doch nicht so wenig mit Skill zu tun haben, bitte. Oh! Jawohl, da habe ich meinen Assist bekommen. Wahnsinn, Wahnsinn. Die haben ganze Glücksbärchis gefressen, die Boys. So, Kind. Aber was passiert jetzt? Okay, okay. Danke, Mate. Sehr gut, sehr gut. Need help? Mate, warum? Was bitte so bist? Was machst du denn? Ich sag need help und geh extra wie so ein Sprungaffe hin, damit er voll Fokus auf mich hat und der Mate ihn vielleicht irgendwie anficken kann. Aber nee. 78 gebe ich ihm. Drobis hätte wirklich nicht viel machen müssen. Ich weiß, blame Mates und so bla bla bla, aber hopp, komm, das ist ein Teamspiel. Wenn ich doch schon diese hüpfende Zielscheibe spiele, die total blinkt, so huhuhu, dann kann ich doch davon ausgehen, dass auch was passiert. Kann er vergessen zu defusen, kann eigentlich fortrennen, der Dödel. What the fuck, was war mit dem los? Der hat nichts gemacht, der Kerl. Nichts. Der stand einfach nur da. Also er war scheinbar geflasht, aber da bleibt man doch nicht stehen. Oder er dachte, er wäre noch in der Smoke. Kann sein, ja. Er dachte wahrscheinlich, er ist noch in meiner Smoke drin. Komm schon, du bist. Los, los. Defuse einfach durch. Scheiß der Hund drauf. Schade, Bro. Hätte vielleicht sogar fast gereicht. Also nach dem krassen Lose gestern im Fear-Game wird es ja wahrscheinlich jetzt endgültig der Downrank. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, Leute, ich werde downgerankt. Und nie Karma. Weil zwischendurch halt meistens dann ein Spiel kommt, wo wir dann auf Only Supreme sind oder manchmal mit Globals drin. Und da reißen wir halt dann voll rein und dann läuft's. Aber trotzdem, jetzt kam kein Global-Spiel. Und deswegen wird das wahrscheinlich der Downrank. Also außer wir würden das hier noch irgendwie gewinnen, aber unser Top-Fragger kickt sich ständig selbst. Au. Und er sagt, er wird es einfach nur noch beenden. Wisst ihr, er hat 2, 3 Kills mehr und macht wie so ein kleines, dickes, beleidigtes Kind. Ich will jetzt lieber, dass es aufhört. Das macht mir aber. Der forst halt die ganze Zeit durch. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt jetzt noch seine Unterstützung haben. Ah jo, so ein Grasdackel. Schon wieder ist er down. Er lässt sich Mitte wegdiegeln. Ich werde dann gleich noch ein Match aufnehmen, aber halt dann schön auf Face. Natürlich gibt es da auch richtige Hundesöhne, also als Mates, die einfach menschlich gesehen kompletter Abschaum sind. Aber die Leute sind dann zumindest im Spiel drin und ja, lassen die Bombe nicht einfach irgendwo rumliegen. Also ich hatte es auf Faceit noch nie gehabt, dass Leute die Bombe am Spawn wegschmeißen und dann das gesamte Team die Bombe vergisst und dann sind alle am Spot und können die Bombe nicht legen, weil sie weg ist. Okay, wird höchstwahrscheinlich, au, der eine disconnected. Sehr schlechte Idee. Bringt, wie gesagt, noch mehr Elo-Loss auf die Punkte, als einfach zu bleiben. Und er bekommt einen temporären Bann. Also, ja, was man auch nicht vergessen darf, ne? Alles klar, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ich weiß nicht, wie der Adler immer noch da sein kann. Wie gesagt, zwischendurch halt mal so ein Supreme-Global-Spiel mit 50, 60, 70 Punkten. Aber es sind dann doch nochmal 2, 3 Loses mit draufgekommen, die jetzt auf der Low-Elo, also ich sag mal DMG und Only-LE, ziemlich schlecht verlaufen sind. Also eigentlich müsste ich den Downrank drin haben. Dann halt noch nicht, was soll der Geiz? Es gibt heute wieder einen random Skin für euch. Dafür bearbeitet ihr euren Kommentar einfach und schreibt noch Folgendes hinzu. Und zwar, wie gut euch Handschuhe in CSGO gefallen. Sagt ihr, die sind völlig egal. Da sagt ihr, ja, ist schon irgendwie nicht schlecht, das ist schon ganz cool. Vielen Dank für die Däumchen und natürlich auch vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Ciao.